Und nochmals vielen Dank. Bitte. Da bin ich wieder, Mama. Wie immer zu spät. Guten Tag. So, meine Herren, mehr gibt's nicht. Die Küche ist bis auf Weiteres geschlossen. Ja, dreimal Schlachtwurst, die Herren. Ja, bei Senf weißt du noch haben, oder? Hast du gehört, Liesel? Dreimal Senf für die jungen Herren. Denn ich im Leben. Wenn ich dir sage, das ist der Johann. Guck doch immer genauer hin. Der Johann hätte den Kerl dreimal neu passen. Das ist 10 Jahre her. Vor 10 Jahren hast du auch anders ausgesehen, Fritz. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wenn das der Johann Klöppel ist, dann fresse ich einen Putzlumpe mitsamt dem Besen. Was wollen wir wetten? 10 Mark? 20? 50. Wenn schon, denn schon. Noch 2 Pils. Und wo bleibt denn der Senf? Ein Service ist es wieder. Gleich! Soll ich ihn fragen oder du? Lass nur, für 50 Mark mache ich alles. So, hier sind die 2 Pils. Tag, der Herr, was darf denn sein? Ja, ein Fetterweiser und ein Stückchen Zwiebelkuchen.
Und auch der Senf? Der Fetterweise ist schon ziemlich auf der anderen Seite und der Zwiebelkuchen von gestern. Ich habe momentan kein Personal in der Küche. Macht nichts. Da habe ich mich jetzt 10 Jahre drauf gefreut und das wird jetzt gesse. Schluss. Dann bist es also doch. Nix als Eier hat mir mit dir, du alter Gauner. Na komm, lass dich umarmen, Johann. Ja, ist es denn die Menschlichkeit? Hockt sich einfach hin und sagt kein Wort. Mensch. Ah ja, und sag was. Was soll ich denn sagen? Ich bin halt wieder da. Ja, das ist kaum zu übersehen. Liese den Fetterweise und den Zwiebelkuchen. Den von gestern? Ja, und mir bringst einen Piccolo. Und was hast du jetzt vor? Mal sehen. Willst du hier bleiben? Du kannst auch Oberzimmer haben. Gestern haben wir sowieso kaum noch seit dem Skandal. Was denn für ein Skandal? Das warst du nicht. Das war doch in alle Zeitungen. Sogar im Fernsehen ist sie mehr kommen. Troppebach, der Luftkurort ohne Luft. Dafür haben wir jetzt die Fabrik. Da hast Schwiebert halt ganz groß gebaut. Das ganze Dorf schafft bei ihm in der Gummifabrik. Nach der Devise lieber gut Geld als gut Luft. So, so. Der Schwiebert macht die Gummi. Ja, ja. Bei dem dehnbaren Charakter wundert mich das eigentlich nicht. Das gut dehnbare Charakter. Hast du das gehört, Liesel? Der dehnbare Charakter vom Horst Schwiebert. Naja. Der Johann Klöbel, wie er lebt und lebt. Ich hab ihn gleich erkannt, trotz seinem üppischen Umfang. Grüß dich, Liesel. Bist du mir treu geblieben? Ich nicht. Aber ich kenne hier jemanden, der sie nicht vergessen hat. Das mischt 50 Mark, Chef. Nachher. Nix nachher. Nachher habe ich Feierabend. Komm. Ja, aber vorher richtest du dem Johann noch die Nummer 7 her. Das Fürstenzimmer. Mit Blick auf den historischen Marktplatz. Mir habe Dusche einbauen lassen. Sogar TV hast du. Und Telefon. Mhm. Soll ich das Gepäck des Gastes gleich mit aufnehmen? Nein, nein, das mache ich schon selber. Dank dir, Liesel. So. Und jetzt die Tassen hoch. Auf deine glückliche Heimkehr, Johann. Ja, ob sie glücklich ist, weiß der Himmel. Und ob ich da bleibe, das wird sich rausstellen. Trotzdem, dank dir, Fritz. Wenn du ewig vorbeischlägst, das bringt doch nichts. Seit einer halben Stunde hast du keinen Ball mehr übers Netz gekriegt. Herr Direktor! Herr Direktor! Ja, Paschek, was ist denn? Oh, Paschek, da kommt einmal ein Ball und da kommen sie auch. Was gibt's denn? Er ist zurück. Der Klebel ist raus. Der Johann? Erst hätte ich ihn beinahe nicht erkannt. Aber dann ging er zum Grab von seiner Mutter. Wo ist er jetzt? Horst, was ist dann? Spielen wir oder nicht? Er ist in der Roten Taube. Es geht mich ja nichts an, aber ich hab gedacht, Sie sollten das wissen. Es ist sehr gut, Paschek. Horst, also ich gehe dann. Ich habe im Moment keine Zeit. Aber du kannst ja mit dem Herrn Paschek hier weiter üben. Ja, aber ich kann doch gar kein Tennis. Da passen Sie zwei sehr gut zusammen, Herr Paschek. Die kann nämlich auch nichts. Horst, Horst! Mit alle Schikane. TV, WC extra, private Dusche, beste Aussicht auf die Stadt deiner Väter. Jetzt wird's ernst. Bist du verrückt, wenn der dich sieht? Ich brauche mich vor keinem zu verstecken. Und vor eurem Gummilöwe schon zweimal nicht. Johann, die Zeiten haben sich geändert. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du einfach deinen Knast absitzt und dann in aller Ruhe das Geld ausbuddelst, oder? Genauso werde ich das machen. Und weder ein Horst Schwiebert noch ein Fritz oder sonst wer wird mich daran hindern können. Ja, Himmel, Johann, hast du noch nicht genug? 10 Jahre. So viel Geld gibt's ja gar nicht, dass sich das lohnt. Wer A sagt, muss auch B sagen. A
habe ich die Bank beschissen. Das war zwar die größte Dummheit meines Lebens, aber B, so blöd bin ich nicht, dass ich das jetzt nicht kassiere. Eine halbe Million. All die Jahre hat keiner aus mir rausgekriegt, wo sie ist. Und was haben sie mir alles versprochen? Aber ich habe stillgehalten und die Zähne zusammengebissen. Weil ich gewusst habe, eines schönen Tages bin ich aus allem raus. Und weißt du, wann das ist? Dieser schöne Tag ist heute. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Ja, aber wenn ich jetzt bitten dürfte, ich möchte mich nämlich rasieren und duschen. Johann, mach's nicht. Ich mach's gut mit dir. Du bist ein guter Kerl, Fritz, aber jetzt raus hier. Oder willst du mir noch der Rücke schrubben, hm? Schönen Abend wünsche ich, Frau Doktor. Danke ebenfalls. Wiedersehen. Wiedersehen. Frau Doktor, nicht mal die mittlere Reife hat sie geschafft, die Frau Doktor. Und dann hat sie sich einen Akademiker geangelt, die Margot. Hättest du ja auch einen angeln können. Ich mag keinen Fisch. Aber dir wird der Herz jetzt gleich in die Buchse rutschen. Rate mal, wer vorhin in die Rothaub gekommen ist, eine neue Weih und Zwiebelkuchen zu sich genommen hat und jetzt wahrscheinlich unter der Dusche steht und sein Knastmief mit unserer Lavendelseife vom Körper schrubbt. Nein. Ja. Ich an deiner Stelle dich jetzt sofort hier die Lade zumachen und nichts für ihn. Es sei denn, du willst noch mal 10 Jahre lang warten auf ihn. Ich hab nicht auf ihn gewartet. Das kannst du deiner Großmutter erzählen und nicht der Liesel. Also auf, Barbara. Kämm dich. Zieh dich um. Jetzt oder nie. Nein, der Lade ist heute geschlossen. Bitte, Barbara. Sonst passiert vielleicht was. Und? Warum lassen Sie mich da nicht nachgucken, wenn er nicht da ist? Weil Sie dessen Dreck angeht. Aha. Aber mit Gefangen ist mit gehangen, gell? Wer sich mit solchem Gesockse abgibt, der muss sich nicht wundern, wenn er eines Tages allein im Wald steht. Und dem Herrn Klöppel können Sie ausrichten, dass mir hier in Trobbebach kein Wert lege auf ehemalige Verbrecher. Und wenn der bis morgen früh nicht verschwunden ist, dann werde ich persönlich mit meinem Werkschutz dafür sorgen, dass er dahin kommt, wo er hingehört. Verstanden? Und Sie mich auch. An Ihrer Stelle wäre ich ganz vorsichtig. Ein Wort von mir. Und Ihre rote Taube ist eine tote Raube. Spätestens dann, wenn Ihre Hypotheke platze, gell? Okay?